Liebe Zuschauer, es ist Sonntag, der 6. August und ich begrüße Sie zu einer neuen Ausgabe unserer Nachrichten des Landkreis Leipzig Journal Online. Das neue Schuljahr steht vor der Tür. Für viele beginnt jetzt auch die Zeit der Berufs- und Studienorientierung. Zusammen mit der Wirtschaftsförderung des Landkreises haben wir im neuen Landkreis Leipzig Journal zahlreiche Informationen zu Berufs- und Studienorientierung zusammengetragen. Natürlich ist auch unser Kalender mit allen wichtigen Terminen zu Berufsorientierungsmessen und Tagen der offenen Türen dabei. Das neue Landkreis Leipzig Journal gibt es ab morgen gedruckt in Ihrem Briefkasten oder digital auf www.druckhaus-bornau.de. Und damit kommen wir zu den aktuellen Meldungen aus unserem Landkreis, kurz für Sie zusammengefasst. Staatsministerin Katja Mayer zu Besuch in Pödelwitz. Pödelwitz. Im Rahmen ihrer Sommertour besucht die sächsische Staatsministerin der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung Katja Mayer von August bis September 17 Orte der Demokratie in ganz Sachsen. Alle diese Orte sind Projekte der Bürgerbeteiligung und der europäischen Zusammenarbeit, die von ihrem Ministerium gefördert werden. Die Ministerin will sich vor Ort persönlich ein Bild von den geförderten Projekten machen und die einzelnen Akteure kennenlernen und sich mit ihnen austauschen. Der erste Halt auf ihrer Sommertour führte Staatsministerin Mayer am 1. August nach Pödelwitz. Der Ort wurde jahrzehntelang durch den Braunkohletagebau geprägt. Dank dem Kohleausstieg konnte das Dorf vor der Abbaggerung bewahrt werden. Aktuell stehen in Pödelwitz rund 80% aller Häuser leer. Nur noch 25 Personen leben hier. Man kann dabei zusehen, wie der einst mit Leben gefüllte Ort zerfällt. Pödelwitz muss sich neu erfinden, um wieder zu einem lebendigen Dorf zu werden. Hierfür wurde der Verein Pödelwitzer Zukunft ins Leben gerufen. Die Mitglieder wollen den Prozess proaktiv gestalten und für andere Orte in Strukturwandelregionen eine Vorreiterrolle übernehmen. Pödelwitz soll zu einem Dorf der kurzen Wege werden. Menschen sollen hier arbeiten und leben können. Damit diese Vision realisiert werden kann, betreibt der Verein zum einen Öffentlichkeitsarbeit, um auf die Geschichte des Dorfes aufmerksam zu machen, und zum anderen politische Arbeit, um sich mit allen wichtigen Ebenen und Akteuren zu vernetzen. Weitere Stationen im Landkreis Leipzig führen Katja Mayer nach Frohburg und Borna. Bundesminister Cem Özdemir überzeugt sich von Projektvielfalt im Wurzner Land. Rücknitz. Hoher Besuch in Thalwitz. Cem Özdemir, Bundesminister für Ernährung und Landwirtschaft, machte am Vormittag des 27. Juli Stationen in der Gemeinde im Wurzner Land. Thalwitz als sächsische Station wurde bewusst gewählt. Die Vielzahl an Projekten, die hier sowie im gesamten Wurzner Land in den verschiedensten Bereichen angestoßen und umgesetzt werden, strahlen weit über die regionalen Grenzen hinaus. Bürgermeister Thomas Pöge führte den Minister in die Projektvielfalt, die hier bewegt wird, ein. Besonders wichtig war es ihm dabei zu betonen, dass es vor allem auch Förderungen sind, die die Kommunen hier vorangebracht haben. Förderungen für Projekte, die keineswegs in ihrer Wirkung begrenzt sind, sondern aus denen Folgeprojekte entwickelt wurden. Ein gesamtheitliches Denken ist den Kommunen ja auch im Verbund des Wurzner Landes wichtig. Schon nach den ersten Projekten war Cem Özdemir fasziniert vom Engagement hier vor Ort. Was auch die Vielzahl an Teilnehmenden hier zeigte, die alle in irgendeiner Form repräsentativ für erfolgreich umgesetzte Projekte standen, von denen hier innerhalb der kurzen Zeit bei weitem nicht alles sichtbar gemacht werden konnte. Bürgermeister Pöge schloss damit ab, dass Förderungen hier an der Basis benötigt werden, mit eben auch den nötigen Freiheiten. Denn vor Ort wisse man am besten, wie genau die Projekte hier zielführend umgesetzt werden können. Man arbeite gut mit den verschiedensten politischen Ebenen zusammen. Es gibt jedoch auch Potenzial, um vor allem die Region und auch die Bevölkerung innerhalb der Entwicklung mitzunehmen. Willkommen zum 24. Sächsischen Landesernte-Dankfest. Wir, die Korener Landfrauen, laden Sie ein, mit uns und den Frohburgern im September das Landesernte-Dankfest zu feiern. Als Landfrauen engagieren wir uns auf vielfältige Weise in den ländlichen Regionen Sachsens und sind stolz, die Tradition des Bindens von Erntekränzen und Kronen zu erhalten. Beteiligen Sie sich mit Ihrem Kranz am diesjährigen Wettbewerb um den schönsten Erntekranz und die schönste Erntekrone Sachsens vom 19. bis 24. September 2023 in Frohburg. Wir freuen uns auf Sie. Bis bald.
Wie geht es weiter mit Wind- und Solarenergie im Wurzner Land? Talwitz. Die Kommunen arbeiten an Konzepten für den Umgang mit erneuerbaren Energien. So auch die Gemeinde Talwitz, in der am 4. Juli zur Auftaktveranstaltung in das Kulturgut geladen wurde. Dieser Auftakt in der Beschäftigung mit der Gestaltung künftiger Energieerzeugung, wie durch Windkraft und Photovoltaik, wird für eine gemeinsame Strategie im gesamten Wurzner Land genutzt. Die Kommunen wollen hier gemeinsame Potenziale nutzen und durch die Zusammenarbeit effektivere Möglichkeiten finden. Die Informationsveranstaltung, die kurz darauf auch in Wurzen stattfand, sollte erste Anstöße in der Auseinandersetzung geben und über den aktuellen Stand informieren. Dabei ging es zum Beispiel um die Möglichkeiten, die die Wurzner Landwerke bieten, Flächen, die für Photovoltaik genutzt werden können oder allgemeines Energiemanagement. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer konnten sich unter anderem über den Ablauf von Bebauungsplanverfahren sowie finanzielle Beteiligungsmöglichkeiten bei Windenergie informieren oder mit Fragen an die Gemeindeverwaltung herantreten. Dabei ging es um die Wünsche für den weiteren Abstimmungsprozess sowie konkrete Themen, die im Rahmen des Umgangs mit den bundesweiten Vorgaben zur Implementierung erneuerbarer Energien in die Energieerzeugung weiter bearbeitet werden sollen. Dieser Prozess wird die Kommunen wie hier im Wurzner Land nun weiter beschäftigen. European Go Congress 2023, Marc Leberg. Vom 22. Juli bis 5. August wurde in den Räumen der Rudolf-Hildebrand-Schule der 65. Europäische Go-Kongress ausgetragen. Das Brettspiel Go ist über 3000 Jahre alt und ist vor allem in ostasiatischen Ländern extrem populär. Bekannt als komplexestes Spiel der Welt, wird Go auch hierzulande immer beliebter. Die Regeln sind dabei überraschend simpel. Zwei Spieler legen abwechselnd Steine auf ein Brett mit 19x19 Feldern und versuchen, einen möglichst großen Teil zu besetzen. Am 30. Juli konnten Schaulustige zum Tag der offenen Tür das Spiel kennen und spielen lernen. Außerdem wurde das Finale der Europäischen Go-Meisterschaft mit Live-Kommentar in die Aula übertragen. Ausstellung Stadtansichten zeigt Wurzens Vielfalt. Wurzen. Ansichten, Aussichten und Einsichten über und in die Stadt Wurzen zeigt die aktuelle Ausstellung in der Städtischen Galerie in der Stadt an der Mulde. Seit über 1000 Jahren liegt die Stadt im Zentrum des Wurzner Landes und spiegelt seitdem eine wechselvolle Geschichte, die sich in den Bildern, Gemälden und Aufnahmen wiederfindet und das Image der Stadt prägt. Ringelnatz zeigt sich nicht nur hier als ein prägendes und verbindendes Element. Die Vernissage zur Ausstellung fand im nahegelegenen Ringelnatz-Geburtshaus am 8. Juli statt. Vereinsvorsitzende Dr. Viola Hess begrüßte die rund 100 Kunst- und Stadtinteressenten. Die Vernetzung zwischen Kulturhistorischem Museum und Joachim-Ringelnatz-Verein soll auch durch Veranstaltungen wie diese, die erstmalig in dieser Kooperation durchgeführt wurden, weiter vorangetrieben werden. Museumsleiterin Claudia Kunde führte die Zuhörenden in die Geschichte der Stadt, deren Entwicklung und prägenden Elemente. Neben Ansichten und Draufsichten zeigen sich verschiedenste Werke durch die Epochen der Zeitgeschichte Wurzens. Ob alt oder modern, schwarz-weiß oder bunt, Mensch oder Natur. Von der Karte ging es zum Bild, begleitende Texte zeigen Persönlichkeiten und Meinungen zur Stadt Wurzen. Die industrielle Entwicklung findet sich ebenso wieder wie touristische Attraktionen und Institutionen. Eine Ausstellung, die laut Oberbürgermeister Marcel Buchter dazu führt, unbedingt mehr von Wurzen sehen zu wollen. Bis zum 16. September, jeweils donnerstags bis samstags, 14 bis 18 Uhr, kann im Rahmen der Ausstellung Stadtansichten die jeweilige Sicht auf Wurzen bestätigt, verändert oder neu entdeckt werden. Das waren unsere Meldungen diese Woche. Noch mehr aktuelle Informationen aus dem Landkreis Leipzig finden Sie auf unseren Seiten auf Facebook, Instagram und YouTube. Und damit verabschiede ich mich für diese Woche von Ihnen und freue mich, wenn wir uns nächste Woche Sonntag wiedersehen.